Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Feuroberbier. Heute von einem speziellen Ort, nämlich aus dem Zelt. Jawohl, richtig gehört, aus dem Zelt von der gleichnamigen Basler Eventfirma Das Zelt, wo bis zum 2. Oktober auf der Rosentalanlage gastiert. Das Zelt ist eine Basler Firma und feiert in diesem Jahr bereits das 20-jährige Jubiläum. Ich freue mich sehr, dass wir Gelegenheit haben, im Feuroberbier mit dem Gründer und Direktor Adrian Steiner über diese Erfolgsgeschichte zu reden. Es geht aber auch um die Schwierigkeiten in diesem Business, um Corona, wo eine wahnsinnig schwierige Zeit war, und um die Behörden, die immer kompliziertere Auflagen machen, wenn man ein Zelt aufstellen will. Feuroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das. Adrian Steiner, vielen Dank für die Gelegenheit zum Gespräch. Zuerst einmal herzliche Gratulation zu diesem Jubiläum, 20 Jahre. Sind Sie jetzt auf dem Markt? Ich habe es ausgerechnet, Prime News ist 5-mal jünger. Darum meine Frage als sozusagen junger Unternehmer an Sie: Wie schafft man das, 20 Jahre auf dem Markt Bestand zu haben? Also ich denke, Unternehmer ist ja eine Leidenschaft. Ich denke, wenn man ja, wenn es nur ums Geld geht, dann würde man das nicht machen. Es hat ja eine sinnstiftende Motivation hinten dran. Und das ist bei das Zelt ja immer wieder, fasziniert mich. Wir tun ja den Menschen Freude bereiten. Und jetzt tun wir uns auch für den Nachwuchs einsetzen. Und das gibt nämlich immer wieder die Kraft, auch wirtschaftlich. Ja, das ist ja sehr hart und sehr viel Fleiss, dass man diese Seite tut, auch bewerkstelligen. Selber bin ich ja Künstler ursprünglich und ich wünschte, ich könnte ja mehr von dem machen, aber es hat halt, wenn eine Firma, wenn man jeden Monat über 1 Million Rechnungen zahlt, dann muss man halt schauen, dass die Räder laufen. 1 Million Rechnungen jeden Monat, das ist okay, das ist brutal. Sagen Sie uns doch am Anfang des Gesprächs, was sind die unternehmerischen Grundsätze, wo Sie beherzigt haben, was Sie gelernt haben in den letzten 20 Jahren? Also ich bin ja ein Spezialfall, weil ich habe ja noch nie in einer Firma geschafft. Ich bin ja zuerst Künstler gewesen, dann bin ich Anwalt geworden. Der Künstler, oder das ist eine Einzelkämpfertätigkeit. Und plötzlich ist dann die unternehmerische, ist man voll Unternehmer, müssen Menschen führen. Und es gibt im Unternehmertum einen ganz, ganz einfachen Satz, wo hinter jedem Erfolg steht: Business is people. Es geht ja um Menschen. Wenn eine Firma grösser wird, und wir haben auf der Payroll 60, aber indirekt mit dem Catering und alles etwa 100 Leute, und es geht um Menschen. Es geht eigentlich nur darum, dass wenn es ein unternehmerisches Problem gibt, hat es hinter dran irgendeine Person, die das löst. Also muss man sich um Menschen kümmern. Und natürlich um eine gewisse Vision und eine Vision, die man will verfolgen. Also man hat eigentlich so, ja, das sind die beiden, Kernelemente. Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil Sie haben in Interviews in diesen Tagen etwas anderes gesagt. Sie haben nämlich gesagt, wenn man in einer Branche überhaupt noch überleben will, dann muss man datenbasiertes Marketing betreiben. Und das hat nicht mehr viel mit Menschen zu tun, sondern mit Computern, die irgendwelche Berechnungen anstellen. Das tut sich nicht ausschließen, weil das datenbasierte Marketing braucht wieder die richtigen Menschen dazu. Das ist korrekt. Die Firma braucht die herkömmlichen Mitarbeiter, die wir hatten. Die sind nicht digital affin gewesen oder datenaffin. Und das braucht die richtigen Leute, die das können. Die haben wir jetzt. Und natürlich ist ja, das ist korrekt. Datenbasiertes Marketing, also nicht nur generell die Digitalisierung, die hat enorm eingeschlagen. Und ja, und die Digitalisierungsprojekte sind ja teuer. Und darum ist es so, wenn eine Firma eine gewisse Größe hat, kann sie so ein Projekt stemmen. Wenn sie klein ist, dann kann sie einen gewissen Schritt nicht machen. Und darum hat es einen Vorteil, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat. Gut, wir kommen sicher doch nachher noch auf das noch näher zu sprechen. Aber schauen wir nochmal zurück vor 20 Jahren. Das war Expo 02 gewesen, das weiss ich noch. Ich habe nämlich miesen, gezwungen worden, von meiner Schule da zu fahren, damit sie dann auch genug Glück hatte an der Expo 02. Mhm. Ist vielen so gegangen damals. Dort haben Sie
die Gelegenheit gehabt, das Zelt, also das, was sie heute noch haben, das Zelt zu kaufen für 700'000 Franken. Das ist eine wahnsinnige Geschichte. Und sie sagen ja heute immer wieder, dass sie es überhaupt damals gemacht haben. Das ist gesehen aus einer Naivität raus und aus einer Selbstüberschätzung. Dürfen Sie da jetzt nicht tief stapeln? Nein, das würde ich jederzeit wiederholen, die Aussage. Oder wenn Sie ein Unternehmen wie das Zelt haben, das ist ja, wenn Sie ein Verlagshaus würden gründen, sind auf der einen Seite Millionen Fixkosten und auf der anderen Seite haben Sie Einzelabonnenten. Und wenn Sie so einen Business Case irgendeinem Ökonom zeigen, dann sieht er die Kostenbasis und hat einfach völlig nicht gesicherte Umsätze. Und das ist ein High-Risk-Geschäft zum Aufbauen. Und darum ist es gut, dass es eben kein Ökonom, dass es eben kein Businessplan gegeben hat. Weil sonst gibt es das Zelt nicht. Und es gibt wahrscheinlich auch viele andere Unternehmer nicht. Es ist wie ein Gefühl oder eine andere Motivation, so etwas zu starten, ein Freiheitsgefühl. Ich glaube, ich verstand Sie sehr, sehr gut, weil sonst würde es mein Prime News auch nicht geben, wenn ein Ökonomen das vorher angeschaut hätte. Das ist ziemlich ähnlich und darum ist es eben nicht, es ist vielleicht schon eine Naivität. Aber man glaubt ja daran, dass man gut ist im Beruf. Das ist die Voraussetzung und dann muss man irgendwann auch ein bisschen ein Killer sein. Man muss es einfach irgendwann auch machen. Man muss von 3 Meter springen. Das sehen Sie. Was täuschen Sie mich da? Ja, das ist so. Man muss auch man muss Risikobereitschaft haben. Das habe ich früher als Seiltänzler gehabt oder als Kinderzieher, das ist das Risiko geliebt. Also wenn man das Risiko scheut, sollte man nicht Unternehmer werden. Und man muss auch, das hat sich sehr stark geändert die letzten 20 Jahre, es gibt immer mehr Menschen in diesem Land und wenn es immer mehr Menschen gibt, gibt es immer mehr Gesetze. Und man muss also recht viel Bürokratie und Bürokratie ist das Schlimmste, die muss man bekämpfen, wo überall man kann. Das ist ein unglaublicher Ärger. Das ist ja. Aber trotzdem haben wir auch ein stabiles System in der Schweiz. Ich will nicht sagen, es hat auch ganz, ganz viele Vorteile, aber es braucht schon sehr, sehr viel Kraft. Und ich bin ja nebst meiner künstlerischen Seite, bin ich eben Jurist gewesen. Und ich habe mir gedacht, wieso habe ich eigentlich studiert? Das wäre eigentlich nutzlos gewesen, weil ich es noch gar nicht als Anwalt braucht. Aber ich kann nicht sagen, die letzten 2 Jahre hat uns das sehr, sehr stark geholfen. Und das ist einfach so, dass es wird alles immer reglementierter und das mit dem kann man gewisse Sorgen mit Sorgen in Zukunft schauen für junge Menschen, die unternehmerisch tätig sind. Und das ist gefährlich entwickelt für die Gesellschaft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch den würde ich gerne noch mit Ihnen besprechen. Aber schauen wir doch zuerst mal ein bisschen schauen. Ich meine, Sie sind auf der Rosendahl-Lage, das ist eine Freude. Jetzt 20. Ausgabe. Erzählen Sie mal der Basis der Öffentlichkeit, was erwartet uns bis zum 2. Oktober? Was für Show haben Sie geplant, wo hier gespielt werden? Das Zelt ist ja rechtlich ein Zirkus, aber inhaltlich ist es ja ein Gastspieltheater, ein mobiles. Und wir haben die 3 Themenschwerpunkte Comedy, Concert, Circus. Wir haben die Show Young Artists, wo junge Spitzenköster auftreten. Dort hat der Zirkusbereich eine grössere Rolle, nebst aber auch Sänger. Dann haben wir reine Konzerte, da haben wir Bliss, wir haben Philipp Funkhauser, Heimweh und dann haben wir natürlich den grössten Bereich bei das Zelt immer, das ist der Comedy-Bereich. Da haben wir den Comedy Club, wir haben den Rob Spence, wir haben Helga Schneider und viele weitere Comedians. Und dann haben Sie noch ein Weinfest. Das haben wir als Weinfest, das ist richtig. Bis Weinfest ist ein Side-Event. Das findet ja nicht auf der grossen Bühne statt, sondern im Foyer. Und das ist nichts anderes als eine Selbstfinanzierungskomponente. Wir haben immer müssen, die Kulturplattform hat sich immer selber finanzieren müssen. Also, und das kommt, das ist wie ein Medienhaus. Man hat das Publikum und hat den Text. Oder wir haben jetzt auch das Publikum und haben die Shows. Das ist der Kern. Aber von der Finanzierung her, was beim Verlag die Inserat sind, das sind wahrscheinlich bei uns die Events und Sponsoring. Und weil das Sponsoring wegen der Pandemie alles gestoppt hat, ist nichts mehr gegangen, haben wir alternative Fixeinnahmen gesucht und haben gesagt, wir machen eine Weinmesse. Das ist auch wahrscheinlich wieder naiv gewesen, das zu starten. Aber das wird jetzt recht erfolgreich. Und das passt, und der Wein und das Zelt und Kultur passt zusammen. Es geht ja um Freude und um Genuss. Und das tut sich sehr gut eigentlich ergänzen.
Aber das ist das, was ich faszinierend finde an Ihrem Unternehmen. Man merkt auch jetzt, wenn Sie darüber reden, Sie denken da immer weiter, oder? Sie sehen da immer nicht einfach die Show, Sie sehen eigentlich wie eine Art das Zeltuniversum, wo sie eigentlich am Schluss wie eine Finanzierung anbekommen, die solid ist, wo eigentlich viel mehr reinfließt, als man jetzt am Anfang würde denken, wenn man hört, da gibt es Shows. Das ist korrekt, wir sind im Bereich von der nicht subventionierten Kultur. Und das Umfeld ist so, das hat sich jetzt nach der Pandemie stark gewandelt. Die klickbasierten Medien unterstützen nur noch die Erfolgreichen. Das Neue und das Innovative hat in der Regel keinen Mediensupport. Oder viel weniger als früher. Und wir müssen uns ja immer selber finanzieren. Darum machen wir selber Nachwuchsförderung. Und wir machen selber neben dem eigentlich Risikogeschäft Ticketverkauf, haben wir ein Eventgeschäft oder eben ein Weinfest, wo ein Prepaid-Business ist und das Ganze absichert, damit wir Kultur machen können. Also wir tun keine Subventionen bekommen, sondern wir tun uns selber subventionieren. Okay, jetzt müssen wir einen Begriff noch mal kurz erklären. Klickbasierte Medien. Das ist spannend. Das klingt ja nicht gerade sehr wohlwollend. Was heisst das? Das heisst, wenn Sie eine Geschichte auf einem Medium, welches auch immer, dann ist das ja ein wahnsinniges Gerangel auf diesen Frontseiten. Und da bleibt ja das, was Aufmerksamkeit bekommt, bleibt da oben. Und alles, was keine Aufmerksamkeit bekommt, verschwindet ja ganz schnell wieder. Das heisst, wenn es nicht eine prominente Person ist oder ein Skandal oder irgend so etwas, was wahnsinnige Aufmerksamkeit erheischt, erreicht man ja das Publikum gar nicht. Das ist und das führt dazu, dass der erfolgreiche Künstler, der bekommt eigentlich mehr Support und der Nachwuchs oder auch der qualitativ sehr hochstehende mittlere Bereich hat immer weniger Unterstützung. Aber ein kleines Beispiel. Mhm. Ich habe gehört, die Basel Zeitung unter Herrn Blocher hat sie sehr viele Kulturjournalisten gehabt und das hat sich jetzt unter der TH Media Herrschaft ja stark vermindert. Obwohl ich konkret muss danken, was sie schreiben über uns. Es hat doch noch, aber trotzdem. Aber es ist, ja. Aber wir haben vielleicht das 20-jährige Jubiläum und haben jetzt die Geschichte, die vielleicht hilft. Ja, aber wie Sie, für mich ist immer so ein bisschen, wenn man das so sagt, ich bin ja eigentlich einverstanden und finde es auch nicht so gut, aber das sind andere Gründe noch. Aber es ist immer schon so gewesen. Also ich meine, die vorderste Seite hat noch nie ein Medium versucht zu füllen mit Inhalten, die jetzt niemand interessiert. Darum bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn jemand sagt, klickbasierte Medien. Ich meine, letztlich müssen sie eine gewisse Reichweite haben, müssen sie das ja auch haben. Sie müssen ja, sie haben 1000 Plätze haben sie da. Das bringt ihnen ja auch nichts, wenn sie Shows machen, wo niemand kommt. Das ist korrekt, ja. Also was hat sich denn geändert im Vergleich zu früher, in diesen 20 Jahren, wo sie jetzt dort tätig sind, mit den Medien? Das ist mir nicht ganz klar. Also es gibt ganz sicher ja viel weniger Medien. Also die Medienlandschaft hat sich redimensioniert, sie ist kleiner geworden. Und als Ergänzung ist jetzt die Welt von Social Media gekommen, die immer wichtiger wird. Also ist das, und das ist eine digitale Welt. Und wir reisen ja seit 20 Jahren durch die Schweiz. Gehen Sie mal auf Aarau. Dann haben Sie Radio, TV, Print, Online. Das ist alles zu Media. Die gleiche, als Sie zugeschaut haben. Ja. Das ist eigentlich auch so. Das ist ein Findenort. Es wird immer enger. Ja. Und das ist sicher früher, ist die Medienlandschaft vielfältiger gewesen. Ja. Und interessant ist auch da haben Sie ja eine Antwort gefunden. Das sind Sie auch stolz drauf, das sagen Sie ja immer wieder. Sie haben sozusagen sich losgelöst von den Medien. Was meinen Sie mit dem? Freut Sie uns doch ein bisschen, was da Ihre Strategie ist, die Sie entwickelt haben, um eben die Abhängigkeit nicht zu haben? Also ich glaube, das nimmt mich zu wundern, wie ich das gesagt habe. Das ist losgelöst. Alle brauchen Medien, aber auch wenn man im öffentlichen Raum ist. Aber darum ist es sehr, sehr wichtig, dass man, vor 10 Jahren hat man gesagt, Unternehmen müssen selber Medienunternehmer werden. Da haben wir gedacht, was ist jetzt das für eine komische Aussage? 10 Jahre später haben wir sie alle verstanden. Man muss den Direktkontakt zum Publikum aufbauen. Man muss eben, wir haben ein grosses CRM-Projekt mit einem enormen Daten, mit denen es werden Daten gesammelt. Wir machen Social Media und wir schauen, dass die Abhängigkeit von den Medien deutlich kleiner geworden ist.
Okay, also es geht um das. Ja. Ja. Reden wir doch noch ein bisschen über Kultur und auch die Medien, weil ich glaube, auch hier haben wir doch einige Parallelen. Weil ich erlebe von meinem Beruf, jeden Tag kriege ich mir sicher 3 E-Mails von Kulturschaffenden oder irgendwelchen sonst Leuten, die irgendetwas von uns wollen. Über das schreiben, über das, über das, über das. Und ich kann Ihnen sagen, kein von denen hat ein Abo. Kein einziger. Oder? Die meisten machen dann kein Abo, haben aber unglaubliche Erwartungshaltungen, was Medien alles sollen machen. Und meine Frage ist jetzt ein bisschen bei Ihnen als kulturelle Institution, und Sie betonen ja, Sie wollen Nachwuchs auch eine Chance geben. Wie sehr ist das bei Ihnen? Ist das auch so wahr oder ist das bei Ihnen ein ganz anderes Thema? Haben Sie eine Zahlungsbereitschaft? Ist das gar kein Problem? Nein, das ist natürlich sehr wichtig, dass man die Medien unterstützt, korrekt. Die haben es ja, das ist, also mehr als das zählt, sind ein Live-Medium. Wir haben es ja vergleichbar und das ist knallhart. Das ist für alle knallhart. Und genauso wie wenn da bei unserer Show Young Artist Christa Rigotti sagt, kaufen Sie Billetten, unterstützen Sie den Nachwuchs von der Schweiz, oder? So ist es nicht wichtig, dass man Abonnementmaß hat oder ins Rad schaltet, damit auch jeder einen Beitrag leistet an die mediale Vielfalt. Ja. Und mediale Vielfalt ist sehr wichtig, weil das ist letztendlich für die Demokratie in einem Land ja unverzichtbar. Aber ich meine, hat jeder eine Verantwortung. Ja, ich meine es vor allem für Sie in Ihrer Branche. Spüren Sie die Bereitschaft der Leute zu zahlen für Shows oder haben Sie auch die Erfahrung, dass sehr, sehr, sehr viel verlangt wird und man eigentlich findet, so viel ist es nicht wert, dass Preissensitivität gleich schwierig ist wie im Journalismus? Das ist meine Frage noch. Wir haben eine klare Zahlungsbereitschaft für die Leute. Wir haben aber auch ein populär-kulturelles Produkt. Also wir machen ja, wir müssen natürlich immer schauen, alles was wir machen, muss das Publikum finden. Also wir müssen natürlich, wir sind nicht wie das Staatskultur kann machen, irgendeine Botschaft erzählen und ob das jemand interessiert, das interessiert niemand, dann gibt es uns nicht. Also wir müssen natürlich schauen, dass der Saal von 1000 Plätzen gefüllt wird mit zahlenden Leuten. Also müssen wir den richtigen Content entweder buchen oder erstellen. Genau, dann würden wir nochmal zurückkommen zum datenbasierten Marketing. Wir haben schon ganz kurz am Anfang darüber geredet, jetzt würde ich gerne ausführlich das noch besprechen, weil das ist so etwas, was ich auch spannend finde. Ich meine, Sie sind so lange dabei. Sie haben doch Bauchgefühl. Ist am Schluss nicht das Bauchgefühl das, was wirklich einem die Gewissheit gibt? Oder können Sie den Daten vertrauen? Also, es braucht Daten, aber es ist sehr richtig, was Sie sagen. Irgendwann spürt man es, was funktioniert und was nicht. Das ist im digitalen Marketing ist ja immer alles A-B-Testing. Das ist letztendlich, das macht ja der Unternehmer auch. Da kann sich auch grausam verhauen. Mhm. Und wir haben viele Shows produziert, die wir wieder eingestellt haben, wie wir gemerkt haben. Wir haben falsch überlegt. Und dann ist es so, dass aber das, was läuft, das zieht man weiter. Aber wir sind sehr zufrieden, dass wir vor allem in der letzten Zeit haben wir, was die Produktentwicklung betrifft, eigentlich jetzt immer die richtige Entscheidung getroffen. Und das ist ja sehr entscheidend. Aber das ist ja bei allen so. Das ist bei jedem Unternehmen so. Wenn Roche oder Novartis Pipeline leer ist, dann sterben sie. Das ist das sogenannte Risiko, das man hat, oder? Genau. Wo auch belohnt wird, wenn man Erfolg hat. Meine nächste Frage in diesem Zusammenhang ist, wenn wir jetzt darüber reden, was hat Erfolg und was nicht. Warum haben Shows von Komikern, die sich politisch positioniert haben, so mir? Warum ist das so? Und ist das früher anders gesehen? Ich meine, zum Beispiel konkret Marco Rima, das ist ein sehr bekannter Künstler in der Schweiz, der hat ja, die Shows gefüllt und dann ist Corona gekommen und dann ist es schwierig geworden mit seiner Positionierung, weil er die Meinung so vertreten hat. Aber es ist ja eigentlich auch eine legitime Meinung zu haben. Irgendwo in diesem Land steht er dafür, dass man eine Meinung hat oder darf auch ohne Konsequenzen müssen zu tragen. Wie sehen Sie diesen Punkt? Also der Marco Rima hat ja eine Geschichte mit uns erzählt, weil 2004 haben wir als Expo-Projekt gar nicht gewusst, wo wir das Publikum hernehmen. Und dann ist der Marco Rima 10 Jahre mit uns unternehmen und er hat uns das grosse Publikum gebracht. Und daran kennen wir ihn sehr gut. Und er ist ein hervorragender Komiker. Aber es ist so, dass offensichtlich durch das Thema Corona die Gesellschaft derart spalten, dass wenn man dort sich positioniert, öffentlich, gibt es Leute, die grösste Probleme haben damit. Also wir ganz sicher ein Publikum gewonnen haben, aber das Thema Corona ist wie
das ist als Unternehmer ist und letztendlich ist ein Komiker, ist ein freischaffender Künstler. Freischaffender Künstler ist auch ein Unternehmer. Ist ein Unternehmer ist natürlich falsch, sich zu positionieren, religiös und politisch, weil das Publikum verkleinert sich. Das ist, Sie müssen sich vorstellen, in dem Kulturbereich gibt es nebenan immer noch so Firmenanlässe. Und dann wird jetzt eine Versicherung, lädt 100 Leute ein, zu Marco Rima. Und von dieser Versicherung haben garantiert die Hälfte keine Freude, wenn man jetzt sagt, Herr Berse und Sek weiss ich was. Und dann verliert die Versicherung ihre Kunden, aber dann buchen sie nicht mehr. Aber wenn man René Unruh auf der Bühne, also ich meine, ist das immer so gewesen? Das ist doch eine Schwäche von unserer Gesellschaft. Wieso halten wir es nicht aus? Es gibt Parodiefreiheit, es ist sogar Meinungsäußerungsfreiheit. Ja. Ist eine Farce? Und ist das eine Entwicklung, die sie gemacht, also was sie feststellen, ist es früher noch toleranter gewesen oder ist das schon immer so gewesen, eine Grundregel, wo man muss sagen, einfach nicht machen, Religion, Politik, einfach sein lassen als Komiker? Aber das geht fast gar nicht. Es gibt. Also ich denke nicht, dass es grundsätzlich so ist, aber es gibt so gewisse Themen. Mhm. Das ist das Thema Andreas Thiel und ja. Mohammed. Mhm. Oder eben das Thema Corona. Dort gibt es bei einem Grossteil von der Bevölkerung eine Nulltoleranz. Das ist eine Tatsache. Wenn man jetzt das, wahrscheinlich ist die Gesellschaft weniger tolerant geworden. Sie ist auch, ja, wahrscheinlich ist es so. Sie ist wahrscheinlich früher, ist sie offener gewesen. Das ist eine Entwicklung, die wahrscheinlich eher zugenommen hat. Und haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist? Oder führt das hier jetzt zu weit? Also das Thema Corona ist, ich kenne ja beide Seiten, oder? Wir haben, wenn wir ein Familienfest haben, gibt es, wenn du zwei... Ja. Die Fronten sind derart verhärtet, was das Thema betrifft. Ich kann das nicht beurteilen, wieso das ist. Aber es ist ganz sicher so, dass das für jemanden, der von einem grossen Publikum abhängig ist, dass das unternehmerisch ein falscher Entscheid ist. Ja. Als Gesellschaft ist es schlimm, weil Meinungsäußerungsfreiheit ist das fassungsmässige Recht. Und Fassungsstaat sollte man einfach einmal, ja, es ist eine unschöne Entwicklung, ja. Und wahrscheinlich hat die Toleranz von der Gesellschaft abgenommen. Dann wir doch noch kurz über Corona reden, um das Thema auch abzuschließen, aus der wirtschaftlichen Perspektive. Bei uns ist es so gewesen, wir sind dort 1,5 Jahre alt gewesen, Prime News. Wir haben Kampagnen gebucht worden, es hat uns gefreut. Und dann ist März 2020 gekommen und es ist alles storniert worden. Und es ist wirklich schwierig gewesen, zum Überleben. Bei Ihnen im Jahr genau das Gleiche. Klar, Sie sind viel älter, Sie haben mehr Geld auf der Seite, Sie zahlen Rechnungen Millionen im Monat. Das sind andere Dimensionen. Aber letztlich genau das Gleiche, wir haben Ihnen die Luft abgestellt. Was haben Sie gelernt die letzten 2 Jahre in dieser Pandemie und wie haben Sie überlebt? Also wir haben überlebt kurzfristig mit einer Pandemieversicherung von der Mobiliarversicherung, die sofort gezahlt hat. Und nachher von Ausfallentscheidungen vom Kanton Basel-Stadt. Darüber sind wir sehr dankbar. Das war nicht einfach für niemanden, weil es geht. Ja. Und das hat die Schweiz ganz sicher viel besser gemacht als Ausland. Das ist erstaunlich, wie das mit dem Schutzschirm funktioniert hat. Nimmt mich ein Wunder, wenn der nächste Schutzschirm kommt, wenn die Energiepreise vervierfachen, geht auch die halbe Wirtschaft um. Ja, aber das, aber gleichzeitig haben wir natürlich, also das ist die eine Seite, aber die andere Seite, man muss dann schon wollen leben. Und wir haben dann uns ja nicht nur auf den Staat verloren, wir sind eine TV-Produktionsgesellschaft geworden, wir haben eben in das Wein-Business investiert, wir haben ganz viel gemacht, damit das auch funktioniert, falls die Pandemie sich, das noch viel länger gegangen ist oder dass sie gar nicht weggegangen ist. Wir haben Voraussetzungen geschafft, dass wir als Unternehmer können überleben, was auch immer kommt. Und Sie haben nie gedacht, in dieser schwierigen Phase, hey, mit Ihrer Frau zusammen, Sie machen ja alles mit Ihrer Frau zusammen, die auch dabei ist, dass Sie gesagt haben, fertig, Schluss, komm, ist gut gewesen. Nein, das hat keinen Platz. Ich kann mir das nie vorstellen, dass das Zelt aufhört.
Und das stimmt, meine Frau Katrin macht sehr, sehr viel. Ich will aber sagen, es gibt, das ist immer so ein bisschen, wenn man, das, wenn man der Chef ist, dann hat man das Gefühl, das ist eine One-Man-Show. Das hat ein ziemlich breit abgestürztes, langjähriges Management und Mitarbeiter würden das tragen, wo sehr viele Leute sind sehr lange an das Zelt, sehr, sehr wichtige Stütze sind. Das ist so schön. Das Zelt nicht funktioniert, sonst funktioniert wahrscheinlich keine größere Firma. Einfach, das ist noch sehr wichtig. Ja. Wieder Mitarbeiter. Das ist das Führerbier mit dem Adrian Steiner. Er hat rund 100 Leute, wenn man es pro Show anschaut, wenn ich das richtig so in den anderen Medienberichten, die ich gelesen habe, mitbekommen habe. Und interessant ist ja, wenn sie mittlerweile auf der Rosenthal-Anlage ein Zelt aufstellen, kommen aber gleich viele Beamte, wo es abnehmen können. Ist das richtig, die Entwicklung? Also, es sind jetzt nicht gerade 100, aber ich weiss es, vor 20 Jahren war der Herr Wüthrich, das ist jetzt einer, der gesagt hat, das ist das letzte Mal. Das hat man dann sehr häufig gesagt. Es sind Regierungsräte gekommen, gegangen. Die Rosenthal-Lage ist immer geblieben. aber heute sind es viel, viel, viel mehr. Weil heute gibt es, wenn man mit einem Unternehmen wie das Zelt in eine Stadt kommt, dann gibt es natürlich das Thema Emissionen im Akustikbereich. Dann gibt es logischerweise Stadtgärtner, aber dann gibt es auch die ganze Energiethema, die ganze fossile Brennstoff, da wird das ganze Thema Dezibel. Ja. Aber sie kommen seit 20 Jahren, also es ist ja nicht, es ist ja einfach. Es ist immer mehr geworden. Es ist einfach immer mehr geworden. Aber das ist einerseits hat es gefühlt eher ein bisschen zu viel als zu wenig Leute, die bei der Stadt arbeiten. Andererseits ist die Gesellschaft immer komplizierter geworden. Ja, es ist ein bisschen paradox. Oder? Auf der einen Seite hat man wirklich müssen sagen, jetzt während Corona, dass eigentlich die Schweiz da von der Behördenseite hat man den Eindruck gehabt, eigentlich auch so gefunden, wenn es um Entschädigung gegangen ist und so, dann am Schluss doch ein gutes Modell gefunden hat wahrscheinlich, kann man, wenn man auf die ganze Welt schaut, sicher sagen. Auf der anderen Seite die Entwicklung, dass der Staat einfach immer fetter wird und fast platzt, also so ist es ja in Basel sowieso. Das ist ja gerade für einen Unternehmer schwierig. Also das nervt ja auch, wenn man dann eigentlich das Gleiche macht seit vielen Jahren und dann kommen einfach immer mehr Leute und es wird immer wieder anstrengender. Auch da ist meine Frage an Sie, warum haben wir diese Tendenz? Warum immer mehr? Das ist eine gute Frage. Also ich kann Ihnen sagen, das muss man sich ja leisten können. Ich meine, wenn das der Staat muss einfach sehr reich sein, dass er so viele Leute sich so einen grossen Lohnlauf kann leisten kann. Das ist gar nicht anders möglich. Das ist ja Geld, ihre Steuern. Ja, es gibt zwei Sachen. Einerseits wird die Welt immer komplizierter. Das ist einfach so. Und wir haben tatsächlich grosse Probleme und ich finde es ja super, dass der Staat sich einmischt und schaut, dass man dass das energetisch und das Thema Nachhaltigkeit, dass das eben in einem mobilen Unternehmen durchgesetzt wird, das finde ich positiv. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es ein bisschen Wohlstandsschiene ist, dass man so einen riesen Staatsapparat hat. Dass auch, würde ich sagen, gesellschaftlich die Leistungsbereitschaft, etwas zu reissen, halt auch ein bisschen mehr zu arbeiten, zurückgeht. Ja, es ist ein Problem. Es ist ein Problem, wenn man beim Staat mehr verdient. Man verdient ja mehr beim Staat, man hat kein Risiko und man müsste ja Voraussetzungen schaffen, dass der Unternehmer, wir müssen ja fördern und feiern, anstatt belasten. Ja. Also vor allem, wenn man, ja, das ist, das, wir müssen sicher Voraussetzungen schaffen, dass möglichst viele Leute Unternehmer werden im Land. Und da haben wir nicht das beste Umfeld in der Schweiz. Gut, dann reden wir doch noch zum Schluss über ein bisschen erfreuliche Sachen. Das sind jetzt auch ein ernste Themen gesehen. Es ist ja wirklich eine Erfolgsgeschichte, die Sie hier aufgebaut haben. Also wirklich herzliche Gratulation, das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe mich ein bisschen gefragt in der Vorbereitung auf das Gespräch, wie leben Sie? Also jetzt das Gespräch hier führen wir jetzt hier in einem Bürowagen, haben Sie gesagt. Also es ist so, ja. Haben Sie einen festen Wohnsitz? Sie sind immer unterwegs. Wie geht das? Ich lebe sehr ein bünzliges Leben. In einem Häuschen und wir haben Kinder und sind eigentlich sehr stationär. Man ist aber trotzdem, wir haben es dann immer wieder auch vor Ort
Also kann man sagen, wir sind wahrscheinlich halb Zigeuner. Aber, was mir aufgefallen ist vorher, wo wir ja durchs Zelt gelaufen sind, sie haben gerade Sachen gesehen, wo sie gefunden haben, muss korrigiert werden. Also, sie haben so eine Übersicht, eine Zeitreihe mit der Landesausstellung und der Entwicklung, bis hin zu den neuesten Plänen, die es gibt für neue Landesausstellungen. Und haben sie gerade gesehen, die Schilder sind falsch aufgestellt. Und das ist das, was ich mich auch immer frage, oder? Sie können ja nie loslassen, wirklich. Sie müssen, letztlich muss der Chef immer präsent sein und schauen. Sie können eigentlich nie abschalten. Ja, also das... Ja, das... Also es gibt sicher auch... Es gibt Bereiche, wo ich nichts zu tun habe, damit die laufen. Aber natürlich, wenn ich etwas sehe, dann muss ich sagen, ja. Ich bin... Also meine Frau zum Beispiel, die kann sich besser abgrenzen. Ich bin... Ja... Ich tue ja jede Nacht wache und dann tippe ich in mein Smartphone da wieder irgendwelche Sachen rein. Und das sollte man nicht machen, weil... Das Hirn aufschalten, kann man nicht einschlafen, aber das, ja, genau. Das ist immer so. weil es ist ein Stress, wenn man etwas im Kopf hat, muss es ja bereits wieder verarbeitet werden. Und das ist so. Aber das ist, ich bin trotzdem privilegiert und ich mache das ja gerne. Das hat ja eine grosse Leidenschaft dabei. Es ist ja auch ein Privileg, Sachen sich zu dürfen überlegen und dann sie zu realisieren. Dass ein Unternehmer manifestiert man ja die Zukunft. Und das ist ein spannender Sachverhalt. Und das, ja, das ist am Anfang, ist das manchmal, und ich glaube, das haben die meisten Leute einfach gelöpft, haben ja fast. Oder? Das ist fast nicht anders möglich, aber irgendwann lernt man mit mehr Daten, mit mehr Prozessen, aber wahrscheinlich auch mit einer längeren Intuition sichere Entscheidungen. Und wie? Dass zum Schluss schaffen sie es nicht auszubrennen und einfach die Freude am Leben zu behalten, Ausgleich zu finden. Wie schaffen sie das? Wie haben sie es geschafft? Das kann ich Ihnen sagen, das kann ich Ihnen vorstellen, in das Zelt. Das ist kein Witz. Und, und dann gibt mir das wahnsinnig viel Energie und dann freue ich mich. Das ist immer wieder gut, auch wenn es viel Mühsames gibt. Und auf der anderen Seite, wenn ich habe ein gutes Umfeld, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, dass, ja, jetzt in meinem konkreten Fall, auch meine Frau ist ja ein Teil vom System, zwar jetzt neue Sängerin, also erfolgreiche Sängerin, dass man das miteinander kann teilen kann, die Passion. Aber ja, es ist, ich bin mir das gewöhnt. Und man tut sich vielleicht automatisch mit einem Schutzschirm. Man tut sich angewöhnen, irgendwann, dass man um 6 Uhr ins Büro geht und dann kann auch so überall brennen, man hat dann einfach 4 Uhr. Das Letzte glaube ich Ihnen nicht ganz, aber ist das wirklich so? Das können Sie? Ja, Sie können nicht eine grosse Firma führen und das Gefühl haben, Sie können auf Tagesbasis alle Pendenzen erledigen. Also das heisst... Das müssen Sie aber auch lernen. Es geht Ihnen eigentlich immer, ja. Sie müssen damit leben, dass Sachen sind nicht gelöst und nicht abgeschafft. Und das muss man sich einfach, sonst verbrennt man. Zum Beispiel der Bundesrat Friedrich, der musste zurücktreten als Bundesrat, weil er gesagt hat, es ist so ein Stress, weil er hat das Gefühl, er muss alle so Akten selber lesen. Ja. Und der Bundesrat Leuenberger, der hat mir gesagt, es ist gar nicht möglich, kein Mensch kann das Aktenstudio haben. Er hat sich das erzählen lassen von seinen Leuten und der Bundesrat Obi. Bei dem musste man es auf einmal 4 Blatt zusammenfassen. Aber man muss auch Komplexität rausnehmen. Ja. Und irgendwann muss man sagen, jetzt habe ich Freizeit und jetzt ist mir alles wurscht. Sonst wird man wahrscheinlich, sonst bleibt man aus. Und der Selbstschutz, den muss man sich anfangen. Adrian Steiner, das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch, dass Sie bei uns zu Gast sind, bei unserem Podcast für Oberbier. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, Herr Kell. Das war es von der heutigen Sendung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen kostenlos abonnieren. Macht das doch, das wäre eine grosse Freude. Eine gute Woche, auf Wiederhören. Für Oberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das.